Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Spin Tires Mudrunner zusammen mit dem Gardehol. Hallökes. Aber das ist falsch. Das ist so schlimm. Was? Ja. So, wir wollen hier, du willst mich rausziehen, hast du gesagt. Ja. Gucken, ob wir das schaffen. Weil der Anhänger, siehst du gerade? Die Beamsabschlepper. Oh, das qualmt hier unglaublich. Ja. Kraftstoffverbrauch ist da. Ich habe auch gleich einen Tank, ja, der wenn wir so weitermachen. Anhänger, ja, der Anhänger hängt nämlich fest. Ich würde jetzt sagen, ich gucke das mal an, aber das geht ja nicht. Ja, komm, fahr mal. Ja, so. Mir fehlt hier in Mudrunner echt die Komponente, dass man hier auch aussteigen kann. Das muss ich schon sagen. Ja, ich wollte diese tolle Geschichte erzählen, die ich schon fünfmal erzählt habe. Sauerland und Grüßen. Es trug sich an, dass wir zum ersten Mal seit 21 Jahren in Urlaub gefahren sind. Nee, 21 nicht, sondern 12 Jahre. Genau, ich war 12 Jahre nicht im Urlaub, wegen Selbstständigkeit und allem drum und dran. Und dann war es irgendwann soweit. So, wir fahren also zum Bahnhof, weil es gibt ja nichts Schöneres mit dem Zug. Das war hervorragend, sah das gerade aus. Es gibt nichts Schöneres mit dem Zug in Urlaub zu fahren. Erster Klasse natürlich, man gönnt sich ja sonst nichts. Und jedenfalls, wir so am Bahnhof am Rumfahren, am Machen und Tun, Auto am Parken und so. Zwei so typische Sauerländer-Sachen. So. Okay. Erste Sache, eine Stimme von oben. Hammer, 5 Meter weiter vorfahren. Ja, sonst Polizei, die macht hier vorne immer Knöllchen, wenn das da stehen bleibt, weil die Parkplätze waren voll und wir mussten an so eine andere Stelle fahren. Man bemerke, eigentlich freundlich, aber keine Begrüßung, kein Hallo und kein Auf Wiedersehen, ne? So, also wir Auto umgeparkt und dann so Koffer am Ausräumen. Fährt ein Radfahrer an uns vorbei und grüßt. Und so, was ist denn jetzt los? Er stellt sich raus, war ein Deutsch-Türke. War kein Sauerländer. So. Das ist so. Das war echt so. Da denkst du dir, was ist denn hier los? So. Das ist die ganz kurze Sauerländer-Grüßen-Nicht-Geschichte. Wobei es natürlich sein kann, dass ein Deutsch-Türke im Sauerland geboren ist. Ja. Wäre das dann jetzt schon Rassismus, wenn ich dann sage, der kann aber dann... Nee, ne? Da muss man ja heutzutage aufpassen. Wir wollen auch nicht päpstlich als der Papst sein. Da muss man ja aber schon aufpassen. Da muss man aufpassen. Das wirst du irgendwo auf komischen Facebook-Gruppen geteilt, nicht so. Ja. Was ist denn jetzt hier? Komm, ich zieh dich mal raus da. Das kann man sich irgendwie angucken. Ja, hier. Komm, ich zieh mich hier. Ja, raus. Komm. Ja, komm. Ja, komm. Jetzt, ja, gib Gas. Zieh. Ja, komm. Ja, was ist denn jetzt? Du musst auch Gas geben. Ja, was ist da? Hängt ja, ich geb dir Gas. Der Hänger dann hängt fest. Hänger hast du... Weiß ich nicht. Was ist denn jetzt hier? Ich kann jetzt mal den Anhänger lösen. Nein, ja. Ich sehe auch nichts. Kann ich natürlich hier ein bisschen vorfahren. Ich sehe so, von hier nichts. Ach, ich vielleicht. Moment, ich habe noch einen. Du trinkst mal einen Schluck, okay. Mhm. Eine Idee habe ich noch. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist. Eine Automatik hier rein. Der muss im Zweifelsfall ein bisschen ausholen. Ja. Oh, das ist ja mal ein, das ist mal ein Tipp. Oder ist Fichtenmoped rausholen, aber haben wir keins. Ja, das ist halt das Problem, ne? So, jetzt oder was? Was sagst du? Ja, weiß ich nicht. Ich guck mal gerade, dass ich den nochmal anhänge. Ach so. Stopp. Jetzt kann ich hier im Moment. Auf jeden Fall ist hier schon mal eine ganz schön tiefe Furche. Ja. Nein, es gab ja auch dann irgendwie Winde durch andere Spieler. Okay. Du möchtest unsere Verbindung also trennen. Zieh mal bitte. In dem. Aber unser Anhänger. Du hast mich ja, du hast mich ja gelöst. Scheiße. Möchtest du das annehmen? Biete Ihnen die Winde an. Ja, nehmen Sie bitte an. In Not. Hilfe. Nee, mein Anhänger hängt fest. Helfen Sie mir. Was war das? Das war eine Schulungshilfe von der Polizei, ein Tipp, ne? Das war ein Tipp im ZDF, das ist ein Tippvideo von der Polizei. Wenn jemand helfen in Gefahr Sie ist. Mir. Hilfe! Stopp! Bitte helfen Sie mir! Bitte helfen Sie mir! Ich bin in Gefahr! So muss man es machen. Ja, mache ich jetzt auch hin und wieder, wenn ich in Gefahr bin. Dann helfen Sie mir! Hilfe! Warte, ich habe noch eine Idee. Ich habe auch noch eine Anekdote zum Thema Sauerländer, fällt mir gerade ein. Ja, warte, ich mach kurz. War auf einer Düsseldorfer Karnevalsveranstaltung. So. Nee, Kölner. Echt? Ja, Kölner war es aber.
Düsseldorf ist ja nicht lustig. Achso, ich wusste gar nicht, dass du auch auf solche. Nein, ich war nicht da, das war auf einer. Achso, okay. Da war das Fernsehen für mich stellvertretend da. Okay. So, und dann zündete eine Pointe nicht. Was eine sagt Pointe, man dann als Karnevalist? Dann sagt man, tete. Nee. Oh, nee. Habt ihr mir vorne in den ersten vier Reihen wieder drei Busse Sauerländer reingesetzt, ne? So. Okay. So, jetzt haben wir es aber. Gut, was ist denn jetzt? Ja, was ist jetzt? Ich bist nicht sehr rangiere hier, mein Lieber. Du hast deine Ladung verloren. Ja, ich fahre einen Streuwagen. Oh. Was? Leute. Kruzifix noch eins. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Wir sind an die erste Folge. Ja. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Frau Merkel? Herr Merkel heute. Herr Merkel. Ja. Raute schon im Anschlag? Ja. Kanzler Raute. Neues Symbol. Was ist jetzt eigentlich mit der Frau Merkel? Hast du macht eigentlich Tanzverbots-Song an? Macht die nicht 4 Jahre? Was sagst du? Keine Ahnung. Hast gut. Du dir Tanzverbots-Song angehört? Hanlücken Johnny. Ja. Ja. Ich bin. Und wie fandst du? Ich bin ja ein musikalisch durchaus bewandert. Ja, also ich könnte dir. Ja. Ja, doch. Bist du echt? Ja, ja. Bist du? Ja, aber nicht in dem bist Genre. Du Sänger oder was? Ja, ich habe sehr viel Musik gemacht. Ich höre alle mögliche Musik sehr gerne. Ich kann dir auch sagen, wer singen kann und wer nicht singen kann zur Not. Also wenn du diese Castingshows siehst oder sonst irgendwas, da kann ich auch schon vorher sagen, wer gewinnt und wer es nicht kann. Oder na gut, da gewinnen ja nicht drum, die singen können. Die gut aussehen, ja eben. Ja. Das kann ich aber auch das beurteilen. Jetzt, das was war soll jetzt das denn doof. Jetzt heißen? So. Nee, jedenfalls, also ein bisschen Ahnung habe ich davon, aber nicht in dem, nicht in diesem, weißt du, hier float das und so, da habe ich keine Ahnung von, das ist ja auch, das ja, ist ja keine so Musik, jetzt rein das ist ja Gelaber, vom Gefühl. Aber das, was er gemacht hat, das ist auf so vielen Ebenen faszinierend, dass das sehr, sehr gut ist, was er gemacht hat. Er hat das sehr geschickt gemacht, er hat das mit dem Marketing geschickt gemacht. Ich glaube, kein YouTuber wird so viel Kohle durch diesen Song verdienen, wie er das jetzt macht, weil er es vorab selber verkauft und dann erst mit den 80% Shares woanders rausgibt. Ne? Also, weiß ich nicht, wenn du zum Publisher gehst, der behält ja 80% der Kohle ein, da kriegst du ja nur 20% raus. Und das ist schon sehr, 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 sehr cool. Also, und so inhaltlich und vom Dings her, ich glaube, es haben alle schlechter erwartet. Ja. Und ich habe gar nichts erwartet, weil ich nicht mal wusste, dass da irgendwas kommt, aber... Ja, aber wenn du siehst Tanzverbot-Song, dann klickst du drauf und erwartest ja. Bullshit. Ja. Aber... Das ist schon echt. Das Ding ist halt, dass der Typ ist halt so ein Verona-Pot-Typ, ne? Der ist hoch... Verona-Pot? Der ist hochintelligent und stellt sich dumm. Und macht einen auf ach, links. Verona-Pot hat sich doch nicht dumm gestellt. Ist immer dumm. Natürlich. Und dann kam der natürlich. Große, dann kam der große IQ-Test du, bei RTL und da hat es 140 Punkte gehabt und war die Intelligenz in der ganzen Runde. Ja, IQ-Test, so. Das ist auch immer so ein Phänomen, da halte ich ja gar nichts von. Nicht. Ne? Ich habe nee. mal medizinisch machen lassen. Also ich glaube schon, dass das. Ach. Das hat 6 Stunden gedauert, der Test. 6. Ja, Stunden. Das ist ja schön, aber ist ja, da kommt doch eigentlich da draus, was man bezahlt, oder? Oder nicht? Das ich hatte mal. Musst du meine Krankenkasse fragen? Also. Keine Ahnung, ob die dann Interesse dran haben, ein falsches Ergebnis zu bekommen. Wieso denn Krankenkasse? Ja, wenn ich sage, ich mache medizinisch aus medizinischen Gründen einen IQ-Test oder aus so, diversen, okay. Ja, dann muss das ja schon irgendwie Hand und Fuß haben. Okay. Ja. Okay. Und dann gehe ich auch nicht auf Focus Online und mache da unten nee, rechts nee, den nee, Test, nee. Ne? Sondern ist das aber schon. Wir, ja, ich kannte mal einen, der hatte, das war ein Schwätzer, nennt man das. Mhm. Der hat immer wieder alle Leute korrigiert und so, ja. Das kann ich schon nicht so leiden, ne? Der hat immer alle Leute korrigiert und hat sich für den Kaiser von China gehalten. Ja. Und der war er nur jetzt gerade nicht, ne? Und hat dann irgendwann auch einen IQ-Test gemacht und siehe da, es kam irgendeine überraschende Zahl raus, die war ganz hoch, aber der war nicht intelligent. Also vielleicht war der intelligent, aber nicht so intelligent, wie das auf dem Papier da aussah. Ja, deswegen, also ich weiß nicht. Da ist die Frage, wie und wo man das macht, denke ich mal auch. Ne? Also, wenn das in der so ja, das war irgendwas Anerkanntes, ne? Mhm. Aber weiß ich, also. Ja, es gibt auch unterschiedliche Verfahren, es gibt auch unterschiedliche Bereiche, naja. In denen es gemessen wird. Es gibt ja auch emotionale Intelligenz und soziale Intelligenz was? Und mathematische okay. Intelligenz und sprachliche ja. Intelligenz und ja.
Ja, ich glaube, ich habe da nichts von, aber... Warum glaubst du das? Ich habe mich da noch nicht mit beschäftigt. Aber ich weiß nicht, ich bin ein Durchschnittsjunge, glaube ich. Durchschnittsjunge. Bin weder besonders gut noch besonders schlecht. Mach mal einen Motor aus. Guck ein bisschen weiter zu hier. Ja, du kannst ja auch... Ja, ich würde dir ja gerne helfen, aber du willst ja nicht. Ja, ich muss ja hier mal... Ich soll dich doch hier rausziehen. Ist mir extra hingekommen. Sagst du, ich stehe hier umsonst rum oder was? Huch. Du bist mir einer. Was macht der Mann denn da überhaupt? So, der will den Hänger jetzt anders so. Anhängen. Das klappt ja, ja toll. Ja, hervorragend. Kriegt die Krise hier. Ja, ja. Wollten wir nicht ohne... Hatten wir nicht unseren Zuschauern versprochen, ohne Luft, wollte ich schon sagen. Ohne Nacht zu spielen. Ja, wie sollen wir das denn machen? Aus? Oh, das geht. Hm. So, jetzt habe ich es aber hier, glaube ich. Ja, das ist ja jetzt gut. Ist der Drops hier lutscht. Guck mal, jetzt kannst du mich hier wieder raus... Ah, jetzt hänge ich hier an dem Baum fest! Oh. Dass das so ein emotionales Spiel sein könnte, ist besser als jeder Shooter, ne? Ich habe noch nie einen Shooter gespielt, aber so stelle ich mir das vor. Mich weiter? Lass es raus, Ansgar. Ja, ja, nee, habe ich jetzt gerade. War eine kurze Attacke alles. Und jetzt ist sie da vorbei. Das geht so schnell, geht das. Ja, ja. Super. Ja, ich habe meinen Anhänger nicht, das heißt, ich muss jetzt wieder das komplette Stück zurückfahren und den Anhänger holen. Kannst du, warte, was eine Idee. Ja, was? Könntest du meinen Anhänger vielleicht immer so ein bisschen an den Bäumen entlang schieben? Ich weiß auch gar nicht, ich... Ja, ach, hier. Das tut mir so leid, Leute, das tut mir so leid, was hier gerade passiert. Aber können wir uns irgendwie zurücksetzen, auch den Anhänger? Nein, ich glaube nicht. Zur Werkstatt abschleppen. Geht das? Ansgar, du wirst doch wohl nicht aufgeben. Das kriegen wir doch. Hin. Wir zwei schaffen das, komm. Ich nehme dich an die Hand und dann machen wir das gemeinsam, ja? Guck mal, da ist dein Hänger, da bin ich jetzt dein Anhänger. Jetzt schiebe ich den mal vor dem Baum weg hier. Okay, wir versuchen das jetzt noch einmal. Nee. Guck mal, du darfst in deinem Leben, bin ja doppelt so alt wie du ungefähr, du darfst in deinem Leben nicht einfach so schnell aufgeben. Immer weiter. Ach, jetzt, So. Guck mal, wie fein das geht. Ne? Wenn man gemeinsam ist, man stark. Guck mal. Naja, wir schaffen das. So, wo sind wir jetzt hier? Oh, das sieht gut aus. Tada! Stimmungsschwankungen habe ich hier, aber ganz extreme. Was hast du? Und es ward Licht am Ende des Tunnels. Ja, hoffentlich nicht der letzte finale Tunnel, ne? Da soll es ja auch am Ende hell werden und so. Was machst du denn eigentlich? Entladen, Leute. Es kommen nach ungefähr 10, 20, 30 Folgen Pipapo. Können wir? Pipapo, Alter. Ibims der Anhänger. Ibims angekommen. Lass mal ab. Glaube ich. Ich kann noch nicht abladen. Oh nein. Ja, ist das vielleicht was dazu? Tada! Wir haben die ersten 3 von 8 Beladungspunkten geliefert. Alle. Geliefert. Mal alleine weiter. Das ist ein Erfolgserlebnis für 3 Wochen jetzt hier wieder. Dass ich keine Facecam habe, du würdest mich kopfschütteln sehen. Ich muss mal irgendwie meinen Hänger wiederholen. Wo habe ich den Hänger? Aus Respekt. So, jetzt können wir, also jetzt hol dir auch, genau, hol dir auch einen Hänger und dann machen wir das zusammen fertig, komm. Ja, warum fährst du eigentlich immer alleine? Also ich finde das ein bisschen schade eigentlich. Buschau, wollen doch sehen, wie wir mit gemeinsam... Ja, jetzt machen wir doch was gemeinsam. Keine sentimentale Schiene hier fahren, jetzt machen wir hier... Hey, jetzt ist das toll, yes! Besser? Ja, genau. Mein Sprit ist gleich alle. Wir hatten mal auf so einer Klassenfahrt, hatten wir mal so einen Optimisten. Lach nicht so viel, versteh nix. Wir hatten mal so auf so einer Klassenfahrt, hatten wir mal so einen Optimisten, der hat versucht, hier so das Teamgefühl zu stärken. Oh, hier sind immer Teamgeist, go. Ich hatte das so albern. Wir haben uns jahrelang darüber lustig gemacht. Aber ich finde das klasse, dass man so viel positive Energie da immer reinbringen kann. Team Guys Go, da musste man so Spiele zusammen machen, da musste man irgendwie durch irgendein Spinnennetz oder sowas zusammenkrabbeln und das war eine lustige Klassenfahrt. Na, wir das ist mir bis heute nicht so ganz klar. Was in die Richtung ging, hatten wir nur diese Orientierungstage, ne? Wenn du so in die Oberstufe gehst und dann kommen die von diesen anderen Schulen dann dazu und dann fährst du mit denen dann halt einmal komplett weg und dann haben wir da irgendwie so Meditation gemacht und all so ein Kram.
und auch so diese Vertrauensspiele. Meditation? Okay. Ja, so Körperreisen. Also du liegst da rum und da wird dir erzählt, so dann schöne Musik. Heutzutage kannst du, glaube ich, heutzutage kann man das in Schulen nicht mehr machen, weil die sind ja alle zu abgebrüht und zu hardcore heutzutage, aber früher ging das noch. Und dann lagst du da mit der gesamten Stufe in so einem großen Raum, dann wurde da schöne Musik gedudelt und dann wurde erzählt, du bist jetzt an einem Meer und du hörst den Wind und okay. Und der dicke Friedrich ist eingepennt. Dann alle so ganz entspannt auf einmal so. Das heißt, die tiefen Entspannung schlug um in. Das würde mir aber, glaube ich, auch passieren bei sowas. Nice, du? Bitte? Nice, du? Nee, das glaube ich nicht, aber dass ich dann einschlafen würde bei sowas. Ja, das ist auch nicht schlimm. Du wirst aber auch dann wieder wach davon. Nee. Also du wenn dann derjenige sagt dann so, jetzt langsam ein bisschen wieder wach werden, dann wirst du wieder wach. Ne? Das funktioniert ja auch. Und das ist ja auch kein alberner, spiritueller Kokolores, sondern das wird auch in verschiedensten Bereichen angewandt als Entspannungsübung für Menschen, die unter Stress leiden, die unter Ängsten leiden, die sich dann visualisieren können, dass es alles Quatsch ist. Zum Beispiel, wenn du Angst vor Spinnen hast, dann erlebst du in der Entspannungsgeschichte dann halt wieder irgendwo in der Ferne Spinnen sind und so. Also das ist schon ganz cool. So. Aber wir sind rum für heute. Das stimmt. Und gerade mit Kuh. Wir machen aber noch fertig hier. Und gerade mit Kuh den Anhänger anhängen. Es geht so. Alter, wie viele Folgen wir jetzt verschwendet haben für diese blöde. Ich habe noch gar nichts abgeliefert. Also bitte, jetzt hör auf mir rum zu. Also. So. Das ärgert mich. Ja, und ich muss erstmal wieder. Ich habe. Mein Tank ist schon wieder. Ja, und hol dir den Anhänger bitte, ne? Den habe ich gerade geholt. Jetzt muss ich den Tankanwagen den Tankwagen holen. Ich habe doch Kraftstoff vorbei. Warum kann ich den nicht leer? Ging das jetzt nochmal mit V? Kraftstoff? Jetzt verstehe ich auch, warum ich das gemacht habe. Was? Ja. Diesen ganzen Blödsinn. Die Blockstelle. Die können wir nicht mit Holzstämmen passieren. Deswegen habe ich mir diesen Weg da gesucht. Aha. Das war der Grund. Er hat alles einen Sinn. Wo ist denn jetzt mein Tankanhänger? Naja. Ach so, wir haben ja neu geladen, der ist ja weg. Oh. Tschüss. Der müsste aber eigentlich noch da sein. Ja, wo denn? Ja, gut. Weiß ich nicht. Ja, also in dem Sinne, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und verzeiht uns bitte unsere Doofheit. Aber das gehört irgendwie auch dazu. Also, zumindest mir, ich weiß nicht. Ich will dir jetzt nicht unterstellen, dass du doof bist, aber ich war es auf jeden Fall. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Lies das dann in den Kommentaren, wie doof ich bin. Da kriege ich schon Bestätigung genug. Macht's gut. Tschüss.